Schon in Kapitel 2 sieht es ein bisschen eng aus für uns, ja, hier Roy mit seinem, ja, ein bisschen mickrigen Angriffszahlen, aber der Armon Slayer sollte sein Bestes geben. Also willkommen zurück zu Fire Emblem, Leute, und jetzt drücken wir mal die Daumen. Und Schritt! Yeah, geil! Gear only brings your fate. Gear macht dich innerlich krank, oder keine Ahnung. Ja, wer gierig ist, scheitert. Das wissen wir alle. Level up. So, schön, Level 5. Sehr geil. Leute, damit ist Kapitel 2 zu Ende. Ich freue mich. So, schnell nochmal hier. Enden und Player Turn. Zack. Erobern. Master Roy, we have rescued a lady trapped in the basement. Wir haben ein Mädchen befreit, was ja im Erdgeschoss eingesperrt war. That must be Alan's mistress. Have her come here. Das muss hier Alans Interesse sein. Kannst du sie schnell mal herbringen? Na klar, Mann. Da ist sie, guck mal. Eure Hoheit. Alan. Oh, geht's dir gut, Mann? I never thought you would do such a brave thing for me. Ich hätte nie gedacht, dass du sowas Mutiges für mich tun würdest. You had me worried, Alan. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. I wanted to rescue you no matter what. Um jeden Preis hätte ich euch gerettet, Mann. Also. It is fine, Alan. Thanks to you, I am safe now. Dank dir bin ich in Sicherheit. I am in your debt. Ich stehe in eurer Schuld. May I ask your name? Darf ich euch nach eurem Namen fragen? I'm Roy, son of Elliwood, the Marquis of Huron. Ich bin Roy, manchmal auch von Marcel Elliwood genannt, aber der ist einfach nur ein Idiot. Ich bin der Sohn vom Marquis von Huron. Ja, und ich bin... Eure Hoheit, seid ihr sicher? Es ist alles okay, Alan. Mein Name ist... Ginny Ware? Das ist die Schwester von Zephiel. Oh mein Gott, das geht doch gar nicht, das ist unmöglich. That's the name of the Princess of Byron. Das ist der Name der Prinzessin von Byron. Yeah, that is who I am. Das ist, wer ich bin. What? Do you plan on attacking us now? Willst du uns jetzt angreifen? Melinus, warte mal eine Sekunde. I beg your pardon, Lord Roy. Ich habe dich unterbrochen, entschuldig bitte. I want to speak with her. Give me some time, will you? Ich will mit ihr reden. Gib mir einige Zeit. Alles klar. F-Master Roy, say so, wenn ihr es so wollt. You are indeed Princess Genuaire von Byron? Ihr seid wirklich hier die Prinzessin von Byron, Alter? Ja, I am not sure if you will believe me, however. Ich weiß nicht, ob ihr mir glaubt, aber wie auch immer. Even if you are not the Princess of Byron, I can tell from your actions and your dress that you are certainly someone of high social status. Ja, auch wenn du nicht die Prinzessin bist, an eurer Kleidung und an eurer Art, erkenne ich, dass ihr schon irgendwie eine höher gestellte Person sein müsst. But if you are indeed Princess Genuaire, something doesn't seem right. Wenn du wirklich die Prinzessin Genuaire bist, dann stimmt hier irgendwas nicht. Alan told me you are indeed to meet someone from the Lucia Alliance. Ja, Alan hat uns erzählt, dass ihr jemanden von der Allianz treffen wolltet. Ja, das ist richtig. Aber warum? Du bist die Prinzessin von Byron. Die Allianz führt Krieg gegen euch. Echt mal. I want to find a peaceful way to ending this war. Okay, sie will in friedlicher Art und Weise den Krieg beenden. I figured if I could speak to someone from Lycia. Ich dachte, es würde klappen, wenn ich mit jemandem von Lycia sprechen könnte. Ich würde eine Lösung finden, falls... Ja, aber... Your brother started this war. It is your power to stop it? Is it in your power to stop it? Ja. Aber dein Bruder hat diesen Krieg angefangen. Liegt es in deiner Macht, diesen Krieg zu stoppen? I certainly wish to stop it. No, it must be stopped. Ich wünschte mir, er würde stoppen. Nein, der Krieg muss stoppen. Ah, ich sehe. Anyway, will you come with us to meet the Lucia Alliance Army? Wie auch immer, würdest du mit uns kommen, um die Allianz zu treffen? I want to meet Lord Hector and see what he thinks about this matter. Ich will Lord Hector treffen und mal gucken, was er darüber denkt. Ehrlich gesagt, ehrlich jetzt? Ihr würdet mich mitnehmen? Ja klar, Mann. If there is a possibility to avoid bloodshed and end this war, then I believe that we must try it, no matter how small the chance. Ja, also wenn es wirklich irgendeine Möglichkeit gibt, den Krieg zu beenden, ohne dass hier Blutgesplatter überall ist, ja, dann sollten wir diese Chance nutzen. Oder zumindest versuchen. Danke, Mann. Dank euch ehrlich, wahrlich, vielen Dank, Mann. Alles klar, geil, Mann. Gleich weiter hier, gleich weiter, zack. Chapter 3. Abadabam. Okay, just to the north of Faron Territory stands Castle Arafen. Ja, just nördlich von Faron steht das Schloss Arafen. The Lucia Alliance had gathered there here to discuss the matter of going up against Bern. Ja, die Armee, also unsere Gruppe hier, ist da hat kurz eine Pause gemacht und will quatschen, wie es jetzt weitergehen soll gegen Byron. However, Roy and Genuaire were only half a day away from Castle Arafen, when a messenger brought them news that they could not believe.
Ja, sie war nur einen halben Tag vor dem Ziel entfernt, als so ein Postbote, sag ich mal, schlechte Neuigkeiten gebracht hat, die sie gar nicht fassen konnten. Alter, the message was this. Die Nachricht war das. Byron has a trio of elite generals called the Three Dragon Lords. Oh mein Gott, Byron hat ein Trio von oberfetten Megabossen, Alter, die drei Drachenlords. Boah, die sieht aber ganz nett aus eigentlich. Boah, die sieht fies aus. Two of these three, General Brenia and General Narshan, have attacked Castle Arafen and nearly decimated the Lucia Alliance Army. Boah, die beiden haben also schon das Schloss Arafen angegriffen und ja, die Allianzarmee schon ein bisschen dezimiert. Voll fies. Although the morale of the Forlorn Army went down suddenly, Roy led his group towards Castle Arafen to find survivors and check the damage. Genau, wir machen uns jetzt also auf den Weg, um Überlebende zu finden und den Schaden, den die beiden Drachenlords angerichtet haben, mal unter die Lupe zu nehmen. Alter Falter, ey, jetzt ist er richtig hart zur Sache, Mann. Late arrival. Zu spätes Ankommen oder spätes Antreffen. Ja, alles zu spät, alles kaputt. Wir sind noch voll gegen... Oh! Your Majesty, we have captured the enemy leader. Wir haben den feindlichen Obermann gefangen genommen. Good, bring him before me. Bringt ihn her. Oh! Hector! Yo, Zephiel, the King of Bern! Du, der König von Byron! Verdammt sollst du! Ah, Lord Hector, I must praise your ability of putting up such a good fight against two of our Dragon Lords. Ich muss schon sagen, ich bin ganz schön erstaunt, dass ihr gegen zwei unserer mega fetten Drachenlords hier so gut anstinken konntet. Ey, die beiden müssten sich eigentlich kennen. Also so richtig, mal gucken. I suppose they do not call you the leader of the Lucian Alliance for nothing. Ich denke mal, sie nennen dich nicht umsonst den Anführer der Allianz, oder? However, you were not good enough. Du warst nicht gut genug. Pray while you can for your end here. Bete für dein Leben. Bete dafür dein Ende hier. Warum? Huh? Bern und Lucia, we were always on good terms with each other. Ja, warum echt mal? Warum dieser Krieg, fragt er jetzt? Eigentlich waren die immer gut gesinnt gegeneinander. Even when you took the throne, we have always paid your respects towards Bern. Selbst als ihr den Thron bestiegen habt, haben wir immer noch euch Respekt gezollt. Respekt, Mann! Sei nicht albern, du Arsch! Lucia, nein! This entire continent must go under my rule. Alter, er will den ganzen Kontinent hier unter seine Herrschaft bringen. That is the only way to liberate this world. Was? Bist du für ihn der einzige Weg, um die Welt hier zu kontrollieren? Du bist ja so ein Penner. I lack the time to be worrying about such tribal matters as respect. Ich kann mir keine Gedanken über solche Lappalien machen wie Respekt. Aber du willst die Welt regieren? Was mit dir, Mann? Was meinst du damit? If it's of no importance for you. Nee, it is of no importance to you. Das braucht dich nicht zu interessieren, Mann. You are going to die anyway. Someone. Du wirst sowieso sterben. Ey, irgendein Typi, schleppt ihn weg. Da ist er, someone. Throw Lord Hector into the dungeon. Werf ihn in das Gefängnis. Alles klar, Mann. Your Majesty, I will now return to the Sackgassee. Oh, zu Sackgassen. Ich kehre ja nun zu den Sackgassen-Ebenen zurück. Ja, Mann. You may be on your way. Dann mach mal hinne. One thing before I leave, Your Majesty. Eins noch, bevor ich gehe. I beg your pardon, but I do not think that is such a good idea. Also, ich entschuldige mich, aber ich glaube, es ist nicht so eine gute Idee, to put too much trust into sinister people. Ich würde euch nicht raten, so viel Vertrauen in die Sinister-Leute zu stecken. Do you mean Idone? Wer ist denn Idone? Meinst du Idone? Ja, genau den meine ich. Our soldiers call her the Dark Priestess. Oh, ist ein Sie. Hopp, sorry. And do not approve of her presence. Also, unsere Soldaten nennen sie die schwarze Prinzessin oder Priestess, keine Ahnung. Die schwarze Oberhexe, keine Ahnung, Mann. Ist ja auch nicht irrelevant. Ist ja nicht relevant. I understand that she is a shaman of great powers, however. Oh, ein Schamane. Ich verstehe, dass sie ein extrem starker Schamane ist, aber... Brenia, do you not have faith in me? Vertraust du mir etwa nicht? Natürlich, Mann. Natürlich tue ich das. Ich habe nur gedacht, Then all you do is follow my orders. Alles, was du tun musst, ist, meinen Befehlen zu folgen. Verstanden? Ja, ich will tun, was immer ihr sagt. Tschüss, Mann. Do you not have faith in me? Dear. The things I say sometimes. Oh, na klar. Vertraust du mir nicht? Oh, Mann, ey. Ich hau schon manchmal Bolzen raus, der gibt's ja gar nicht. Oh, inzwischen geht wieder. Oh, wer ist denn das? So, Lord Hector is still alive? Hector lebt also noch? Ja, Mann.
Das auf jeden Fall. I saw some of Byron's soldiers take him into the castle. Ich habe gesehen, wie einige von Byron's Soldaten ihn ins Schloss gebracht haben. Chad, was ist denn? Do you know the inside of Castle Ravenwell? Kennst du dich in dem Schloss aus? Ich denke schon. Wait, are you guys planning on to going in the safe, Lord Hector? Wollt ihr einfach Lord Hector retten? I wouldn't try that if I were you. Wenn ich ihr wäre, würde ich das nicht versuchen, Mann. The bulk of Byron's forces are gone. But there are still a decent number of soldiers in the castle. Ja, also die fetten Typen von Byron sind jetzt abgehauen, aber es sind immer noch Soldaten im Schloss. Verstehst du, Mann? It would be suicide to try and charge them with your army. Das wäre Selbstmord, da jetzt einzusteigen und einen Damage zu machen, um die alle zu zerballern. Vielleicht. But we can't afford to lose Lord Hector. Wir können es uns nicht leisten, Hector zu verlieren, Mann. And you said that their main force are gone, right? Ihre Hauptkraft ist weggegangen, hast du gesagt? Wohin denn? Then there is a chance we could win. Und so dann können wir auf jeden Fall gewinnen. Ich sehe schon. Then I guess I will go along too. I can show you around the castle. Ah, der schließt sich uns an und zeigt uns mal ein bisschen das Schloss. What? No, don't feel pursued. Fühl dich mir nicht so eingeladen, du Arsch. If you could just explain what the entire of the castle looks like. Es reicht schon aus, wenn du uns nur erzählst, wie der Ding aussieht. Du musst nicht unbedingt mit uns kommen. I also want revenge against Byron. Oh, der hat natürlich auch seine eigene Rache im Sinn. Ich hab noch was zu erledigen mit denen. Los, komm an, lass mich mit dir gehen. Na gut, then I will... Denn ich zähle auf dich. Natürlich, Mann. Leave locked chests and doors to me. Überlass verschlossene Truhen und Türen mir. Oh, ein Dieb. Das ist ein Dieb. Master Roy, I beg you forgiveness of my brother's doings. Ich entschuldige mich für die Taten meines Bruders. I didn't think he would invade Lucia so soon. Ich denke mal nicht, dass er Lucia eigentlich so schnell hier übernehmen wollte. My lady, there's no point to dwelling over the past. Ihr müsst nicht über die Vergangenheit reden, Mann. Please do not blame yourself. Schämt euch nicht. Besides, Lucia is still intact. Lucia geht immer noch super. If we could get our leader, Lord Hector, out of harm's way, we can unite Lucia once again and fight. Genau, wenn wir es schaffen, Hector zu befreien, können wir die lucianische Armee wieder vereinen und dann können wir fighten, Alter. We must recapture Castle Arafen for all of our sakes. And for Lina's sake. Oh, was war denn Sake nochmal? Wohl oder so? Wir müssen das Schloss zurückerobern. Für unser aller Wohl und für Linas Wohl. Let's go! Alles klar, sehr schön. Geil, wir haben jetzt eine neue Einheit. Ein Dieb. Geil. Und ein Dietrich hat er dabei und ein Eisenschwert. Tja, Diebe sind immer geil. Ich denke mal, ich werde mir wieder einen trainieren. Da, 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 ba, da, ba. So, die beiden Dicken hier. Lot und Wart, die bleiben hier unten stehen. Die Map angucken. Oh mein Gott, ey. Zwei Schlösser, aber keine Banditen. Also zwei Dörfer, aber keine Banditen, die es kaputt machen können. Okay. Du, Magun, du gehst da rein. Oh, hier sind ja so viele. Okay, warte mal, das übernehmen wieder meine Leute hier. Yes, Schlitz! Dam, badam, bam, badam, wow! Meine schönen beiden Kavaliere sollen schön trainieren, oh yeah! Da, ba, 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 ba. Das ist auch bald Level 4? Der Dieb, wo könnten der jetzt als erstes hin? Hier sind Truhen. Und hier ist die Obertür anscheinend. Wie soll ich da hinkommen? Ach so! Oh, das ist ja mies! Wir müssen den ganzen Weg hier hinten machen, hier rum und dann erst hier die Tür aufmachen. Okay. Also, wer geht denn jetzt ins Schloss rein? Da sind so viele. Okay, die Mission kann ganz schön lange dauern, fällt mir gerade mal so auf. Okay, du Dicker, gehst mal da oben nach oben und hast deinen Spaß da alleine. Gefolgt von Magun für den Fall. Und sie kommt auch mal mit. So, und die anderen. Ja, haben hier ihr Fun. So, Javelin ausrüsten. Der Dieb schleicht sich hier rum und unser Bogenschütze geht in den Wald. Roy kommt hinterher. Denn bald wird's kalt. So, und du, Söldner, kommst auch mit. Ja, und Manulus bleibt einfach hier. Die Heilerin geht hier mit. So, alles klar. Ja, und die Dicken unterhalten sich da. Und dann gibt es hier irgendeine Einheit, die wir brauchen. Eine neue Einheit vielleicht? Irgendjemanden zum Anquatschen? Das erkennt man ja hier auch an dem Bild. Nö, hier gibt es keine Sau. Okay. Na dann. Ende. Dum, 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 dum. Wow! Oh! Trifft er erstmal mit 36%. Das ist doch halt fies, ey. Okay, die Soldaten sind immer wieder die Ersten, die hier vorstürmen. Aber auch die Ersten, die dann sterben werden. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Komm, wir weichen aber aus. Oh! Alter! Diebe sind doch eigentlich mega geil im Ausweichen und so. Oh, so ein Mist. Was zum...
Thanks for taking care of the children, Reverend. Reverend, danke, dass ihr auf die Kinder aufgepasst habt, Reverend. Ja, natürlich, Mann. We of the Element Church will take good care of the orphans. Wir von der Mini-Kirche werden beschützen die Typen hier von Orphans. And what will you do, Lug? Was willst du jetzt machen? I'm going to stay here. I still have some things to do. Ich bleib hier und erledige noch ein paar Sachen, die ich zu erledigen habe. I see. Please do not stress yourself. Bitte stress dich nicht so sehr. Ja, danke, Mann. Und die Kinder. Und die Kinder. Make sure you listen to what the priest says, okay? Also, hört immer auf die Worte von dem Priester, ja? Außer er hat ein paar fiese Sachen mit euch vor. Wir wissen ja, die Priester sind alle so ein bisschen komisch, wenn es um Kinder geht. Aren't you coming with us, love? Kommst du nicht mit uns mit? Nee, ich hab da nicht so Bock drauf. I'm going to wait for Chad. Chad? And then we'll catch up with you. Ich warte noch auf Chad und dann schoßen wir zu euch. Yay! Chad kommt auch? Natürlich, Mann. Oh, then I want Ray to come too. Dann soll auch Ray kommen. Ray? Auf jeden Fall, Mann. It would be great. Es wäre großartig, if Ray came back and we could all go together. Wäre schon cool, wenn Ray zurückkommt, oder? Wäre das nicht geil? Ja, Kindermann, wir müssen gehen. Oh mein Gott, der Priester. Ja, bis später, Luke. Tschüss. Hau dir ein Ketchup, okay? Beeil dich und stoß mal wieder zu uns, alles klar? Na klar, Mann. Sorry, Mann. But I have chosen not to run away anymore. Ich hab mich entschieden, nicht mehr wegzurennen. Oh mein Gott, der Priester ist mit den kleinen Kindern abgehauen. Wir wissen alle, wie das enden wird. Aber okay, wie weit kann der Bogenschütze hier gehen? Gut, nicht so weit, das ist super. Dann sollte sie hier ihn down machen. Warum ist denn... Okay, er trifft nur zu 28%. Der trifft mich nicht. Wow. Gut, da Junge, zack. Dam, dam, bam, bam, badam, bam. Geil. Und ihr erstes Level Up für Tainy. Level 2. Ja, Stärke, schön. Und Speed und Luck. Geil. So, und der Dicke, oh, ja gut, er kann ihn erreichen. Der muss auch unbedingt trainiert werden. Zack. Yeah. Oh. Dam, 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 da, dam. Du bist ja nur zur Sicherheit da. Ach, du hast jetzt die ganzen Waffen noch. Moment mal, hier, gib mal her hier. Hier, gib mal her die ganze Scheiße hier. Zack, zack, zack. Ich kann ihm das so geben? Item, wo waren denn die denn hier? Nee, Storage. Ja, okay, alles ins Lager geben. Alles klar. Destroy. So, das reicht. Tschüss. Du lässt dich mal wieder schön von allen hier fertig machen, mal guten. So, was ist hier unten los? Hier sind alle ziemlich gestresst. So, du heilst erstmal unseren Dieb. Ich hoffe mal, ich kann die ganzen Einheiten so lange, so weit töten, dass keiner mehr Alan angreifen kann. Ach, ich spiel mal wieder so Spaß, ey. So, was machst du hier? Du kannst hier keinen angreifen. Also greifst du mal den an und machst ihn komplett fertig. Zack und tschüss. Yeah. Dam, dam, dum, da, ba, ba, ba. Und schon geht die Musik mir so ins Ohr. Merkt ihr das? Na klar, merkt ihr bitte. Die Musik. Hä? Wo lebt denn der noch? Ich habe ihn doch gerade getötet. Ne, ich habe keinen Plan. Dam, da, dam. Wieso lebt der Typ noch? Die ROM ist verbuggt. Scheiße. Warte, was mache ich? Du greifst hier mal. Den Bogenschützen oder ihn hier? Ne, den Bogenschützen. Mach ihn down, Schlitz. Dam, bam, 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 zack. Ey, ist ja echt doof. Ist die eine jetzt noch da? Ich hab die doch gerade umgebracht. Was ist hier los? Aber Freunde, ich würde mal sagen, im nächsten Part geht's weiter, oder? Oder? Ich mache da schnell meinen Zug zu Ende, warte den gegnerischen Zug ab. Und dann sehen wir weiter. Erstmal der Bogenschütze. Ja, schwächt den Typen da mal. Bams. Und zack. Dum, 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 da, da, ba, ba. Oder bin ich ja schon total bekloppt und sehe Geister. Muss ich gleich mal überprüfen. So. Iron Sword trifft 100%. Oh, Schlitz! Voll der geile Jump. Autsch. Tram, Bams. Dann, da, ba, 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 da, bam. Puh, irgendwie ist mir gerade ganz schön warm. Ist euch auch so warm, Leute? Mir ja. So, die da oben haben alle keine Probleme. Dürfen sie jedenfalls nicht haben. So, der Dieb kann nicht angegriffen werden. So, warum lebt der noch? Ich habe keine Ahnung. Elliwood. Mann, Roy. Stelle ich einfach. Der bleibt da. So. Letzter gegnerischer Zug und dann wird beendet. Oh, oh. Oh, Alter. Krankes Schwein. Dam, bam, bam. So, da kommt der da angeschissen, der kommt angeschissen, ja, kommt alle ruhig, kommt alle her zu Marcel.
Kommt her, Mann, ihr werdet alle sterben! Alle die! Alan ist cool. Der gefällt mir, Mann. So. Jetzt greift der ihn nochmal an. Ist aber eigentlich auch cool, wenn die Einheiten immer wieder neu spawnen, kriege ich mehr Erfahrungspunkte. Zack. Und tot. Ist er jetzt endgültig tot? Keine Ahnung, ob das vom Spiel so gewollt ist oder ob das irgendwas mit der ROM zu tun hat. So, der ist jetzt tot. Oder hab ich einfach nur verguckt, ich weiß auch nicht. Gehe ich im nächsten Part drauf ein, okay, Leute? So, Magunden steckt wieder schön für uns ein. Da, da, ba, 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 da. Oh, ich hätte ihr Javelins geben sollen. So, okay, der Dicke kommt da. Ja, null Schaden, geil. Ching. Oh, ching, no damage, man. So. Also dann, Leute, wieder vielen Dank fürs Zuschauen und dann sage ich bis zum nächsten Part von Fire Emblem 6 Sword of Seals. Vielen Dank. Ciao.